Leute, ich bin's wieder und eine neue Folge. Ja, heute wieder mal ein ganz klassischer Tipp, was ihr üben könnt. Und zwar, ich weiß, viele von euch üben das Hinterradversetzen, das ist super wichtig. Ich habe ja auch jetzt im Online-Coaching, ich setze euch mal den Link, 8 Folgen, einzelne Lernlektionen, Videos und die Mitgliedschaft in der Lern-Community, wo ihr eure Lernfortschritte posten könnt, wo dann ich als Trainer Feedback gebe. Also checkt das Online-Coaching zum Hinterradversetzen mal ab. Und heute aber das Vorderradversetzen. Ich habe das mal in Videos immer so genannt, so nebenbei. Aber ich wollte euch mal zeigen, wie ihr das ein bisschen üben also, könnt. Also, gut ist natürlich, wenn ihr wieder im Trackstand startet. Man kann das auch aus dem Rollen machen. Beides geht gut. Ihr variiert dann quasi Balanceübung. Ja, und jetzt ist es im Vergleich zu Manual Impulse so ein bisschen anders. Und zwar eine gute Vorderanlobtechnik, die man hier eher anwendet, ist, dass sich tief klein machen und aufrichten. Also quasi über die Schulterachse. Man geht auch in die Beine, in die Beuge. Und wenn man sich dann aufrichtet, die Schulterachse entfernt wieder vom Lenker, die Arme strecken sich, kommt das Vorderrad mit. Also, haben wir bestimmt schon Videos mal genannt, dass diese Tief-Hoch-Technik, man kann natürlich auch ein bisschen die Federung nutzen, dass man sich schnell klein macht, sich groß macht. Ja, und das ist natürlich eine super Technik, die man jetzt anwenden kann, wenn man so seitliche Versetzer machen will. Ich zeige euch das Ganze mal direkt. Das hilft natürlich, wenn man irgendwo in der Sackgasse ist, dann kommt man rum. Man kann es aber auch in Spitzkern benutzen. Also im Grunde müsst ihr es euch ein bisschen vorstellen, wenn ihr das ohne Fahrrad machen würdet, dann macht ihr so einen kleinen Sprung, dann würdet ihr so ein bisschen zur Seite machen. Also, dass man eine kleine Rotation und die Masse ein bisschen dahin bringt, wo man hin will. Genau, und dann kommt das Fahrrad mit. Im Grunde ist es wirklich so simpel, wie ich es gerade erklärt habe, und es natürlich ausprobieren und machen. Erstmal das Vorderrad ruhig lassen, nicht einschlagen, sondern wirklich sich klein machen. Und das Vorderrad mit. Okay. Also, ich will ja immer, dass ihr spielen geht. Wir sind hier am Spielplatz, gerade aber hier, wo es ruhig ist, auf dem Schotter. Und beim Spielen gehen, eine schöne Übung, die ihr einstreuen könnt, das Vorderrad versetzen. Dann fangt ihr klein an, macht erstmal kleine. Guckt mal, wo ist eure Schokoladenseite. Dann werdet ihr merken, fühlt sich ziemlich gut an. Der Praxisnutzen wäre halt der, wenn ihr mal im Spitzkern seid, da liegt vielleicht ein dicker Stein in der Linie und ihr müsst halt das Vorderrad versetzen, dann habt ihr es schon drin. Ja, und dann fängt das Spielen an. Macht euch mal mehrere am Stück und sagt mal, ich mach mal ein paar kleine. Da kann man ein bisschen diese Federung nutzen. Gerne mal variieren, schwache Seite, starke Seite. Dann macht ihr mal ein bisschen größere. Und da habt ihr schon gesehen, wenn ihr mal auf meine Kurbeln guckt, man kann das ein bisschen kombinieren mit so einem kleinen Kickstart und noch so ein bisschen reintreten. Ja, und die Spielerei kennt natürlich keine Grenzen und man kann sich kleine Aufgaben setzen, dass man irgendwo eine enge Kreuzung reinfährt und wirklich versucht, mit Vorderradversetzen rumzukommen. Manche versuchen, komplett den Kreisel zu machen. 360 Grad, das Hinterrad steht. Und hier geht die Blickführung in die Richtung springen, die ihr hin wollt. Ja, es ist Learning by Doing. Ich will euch da keine Romane erzählen. Macht es einfach und lernt das Vorderrad versetzen. Ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob euch das ein wichtiges Thema ist, ob ihr das schon könnt oder ob ihr das für nicht so sinnvoll haltet. Ja, liebe Leute, zum Abschluss. Ja, Vorderrad versetzen, jetzt mal ein einzelnes Video. Konntet ihr nochmal inspiriert sein, das jetzt über den Winter könnt ihr vor der Haustür direkt üben. Ja, und dann, wenn ihr das macht und ihr wollt ein bisschen Spielerei drin haben, dann könnt ihr noch eine kleine spielerische Sache machen. Und zwar, ihr könnt hier vielleicht irgendwas nehmen, eure Fahrradflasche oder so. Und könnt dann beim Vorderrad versetzen, noch das Vorderrad so ein bisschen einschlagen. Also quasi den Lenker noch einschlagen. Und dann dabei versuchen, die Flasche so wegzuhauen. Ist auf jeden Fall auch eine witzige Spielerei. Präzision, Timing, Bewegung, alles mit drin. Bleibt jetzt einfach dabei. Übt, egal ob ihr jetzt ein Hardtail habt. Das geht wirklich mit jedem Fahrrad. Und Vorderrad versetzen. Danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn ihr es mögt. Wenn nicht, dann nicht. Oder abonniert gerne den Kanal. Wir sehen uns demnächst. Bis dann. Ciao.